Der angeregte Titel vom Veranstalter war Planbarkeit und Nachhaltigkeit, Gedanken eines Stadtentwicklers zu einem prekären Verhältnis. Nachhaltigkeit wird heute als ein zentrales Leitbild kommuniziert, und zwar in unserem gesamten Kulturkreis. Aber dabei geht es längst nicht mehr nur um den Klimawandel oder die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen. Man kann aber andererseits auch nicht leugnen, dass dieses Sustainability auch zu einem Art Plastikwort oder Gummiwort geworden ist, das jeder gern für sich in Anspruch nimmt und für seine Anliegen und Projekte reklamiert. Nachhaltigkeit steht mittlerweile für fast alles, was politisch irgendwie wünschbar ist. Sie hat Eingang in Sonntagspredigten und auch in Haushaltsführung, in Wirtschafts- und in Finanzpolitik gefunden. Und sie dient mittlerweile sogar als eine Art Kleingeld in der internationalen Verständigung, wie jüngst die Habitat-3-Weltkonferenz in Quito nochmal gezeigt hat. Und deswegen gehe ich davon aus, oder ich glaube, dass Nachhaltigkeit mithin Notwendigkeit, Bedürfnis und Mythos in einem ist. Und weil Neues immer Neues gebiert, entzieht sich Nachhaltigkeit offensichtlich jedem festen Zugriff. Sie gleicht einem Hasen auf der Flucht, der sich im Zickzack über die Felder bewegt und hoppelt. Man glaubt, ihn zu packen, und schon ist er weg. Und vor diesem Hintergrund sollten Sie von mir jetzt nicht die 10 Gebote erwarten, wie Stadt nachhaltig zu planen sei. Vielmehr will ich das Thema in Thesen beleuchten und einkreisen. Deren erste lautet: Stadtentwicklung braucht Leitbilder, aber keine Patentrezepte. Eine nachhaltige Stadtentwicklung muss sehr komplexen Anforderungen entsprechen, insbesondere wegen der Vielfalt an urbanen Lebensformen, die in ihr enthalten sind. Daraus ergibt sich nun allerdings in paradoxer Weise die Erwartung, dass man diese Komplexität auf wenige Parameter komprimieren und damit handhabbar machen kann. So verständlich das ist, so wenig darf es dazu führen, Patentrezepte oder lehrbuchartige Blaupausen zu fordern. Natürlich, wir brauchen durchgängige und auch disziplinübergreifende Ansätze, aber wenn wir dann ehrlich sind, was allerdings die wenigsten sind, dann kommen wir zu einem sehr unbefriedigenden Befund. Zum einen greifen die Abläufe und auch die Kriterien auf den unterschiedlichen Maßstabsebenen von Planung, also von der Bautechnik bis hin zu großen städtebaulichen oder stadträumlichen Zusammenhängen, keineswegs reibungslos ineinander. Die Architekten mögen die Stadtplaner nicht und die Bauingenieure kommunizieren nicht mit den Landschaftsgestaltern und so weiter. Tragfähige Ansätze zur Bestimmung und Realisierung einer, sagen wir mal, optimalen Relation aus Dichte, Stadtgröße, auch aus Umwelt und Lebensqualität gibt es eigentlich kaum. Und nach wie vor liegt ein zentrales Problem in der unstillbaren Neigung, immer wieder von vorne anzufangen. Die grüne Wiese, das ist zumindest meine Überzeugung, ist als Planungsgegenstand weitaus beliebter als die schwierige Gemengelage bestehender Stadtsituationen. Freie Areale, hohe Ausnutzungspotenziale, kurze Entscheidungswege und wenig kontextuelle und mühsame Anpassungsarbeit. Das halte ich für falsch. Wir müssen uns vielmehr mit der bestehenden Stadt, ihren Räumen, ihren Bauten, ihren Infrastrukturen und auch ihren sozialen Zusammenhängen auseinandersetzen. Es geht meiner Auffassung nach weniger um das Neubauen, sondern um das Inwertsetzen, um Revitalisierung und Neunutzung dessen, was irgendwie schon da ist. Und dafür halte ich einen neuen Pragmatismus für erforderlich, einen unverstellten Blick auf die realen Gegebenheiten. Diese Thesen fließen alle irgendwie ineinander über. Die zweite lautet: Der Bestand benötigt ein Reset.
Sich mit dem Bestand, mit der vorhandenen Stadt und ihren Problemen zu beschäftigen, heißt so viel wie die Reset-Taste drücken. Den Begriff kennt jeder aus der Computersprache. Wenn man ihn dann rückübersetzt in den Lebensalltag, dann heißt das in etwa, es geht um das Wiederherstellen eines neuen Funktionszustandes unter Rückgriff auf systemimmanente Elemente und Routinen. Und dabei sind es insbesondere zwei Fragen, die uns beschäftigen werden oder sollen. Erstens, wie kann man bestehenden Räumen eine zeitgemäße Programmierung einschreiben? Und zweitens, wie kann man dabei immanente, bislang aber zu wenig beachtete oder erkannte Qualitäten freisetzen und dann für eine nachhaltige Gestaltung und Konzeption von Stadt für morgen fruchtbar machen? Recht eigentlich betrachtet stellen diese beiden Hypothesen das traditionelle Planungsverständnis komplett auf den Kopf. Denn üblicherweise formuliert Planung zunächst ein Ergebnis, ein beabsichtigtes, ein intendiertes Ergebnis, um dann im zweiten Schritt zu überlegen, wie man dieses Ziel oder Ergebnis erreichen kann. Und hier dreht sich das Verhältnis um, weil man erst danach fragt, wie eine Entwicklungsdynamik entfaltet werden kann, ohne allerdings gleich einen idealen Endzustand zu definieren. Und damit komme ich dann zu einer sehr zukunftsträchtigen Forderung, zumindest in meinen Augen. Die Vorstellung vom Architekten und Planer als einen Schöpfer originärer Werke, die müsste ersetzt werden in eine Vorstellung von Architekten und Planer als Gestalter von räumlichen Transformationen. Das ist was substanziell anderes und das hat einen ganz starken Bezug zu sozialen und gesellschaftlichen Prozessen. Deswegen, das Problem beginnt im Kopf. Ich habe es gerade schon erwähnt, der planerische Idealzustand ist wohl stets die Tabula rasa. Und man hofft einen Neuanfang gleichsam auf dem freien Feld, bei dem man dann alles baulich, architektonisch, technisch und auch gesellschaftlich besser machen kann. Der Bestand, das heißt die vorhandene und zumeist wenig spektakuläre Stadt-, Siedlungs- und Baustruktur, hingegen, sie galten und gelten immer als Stiefkind. Die Logik des on jette, on replace, das ist Französisch, man wirft es fort, man ersetzt es, hat zwar so gut wie gar nichts mit dem Anspruch auf Nachhaltigkeit zu tun, aber sie scheint mir noch immer dominant zu sein. Und aus der Warte fortlaufender technologischer Innovation heraus werden die Chancen eines irgendwie erklärten oder prognostizierten Systemwechsels in der Architektur, in der Planung, im Bauwesen überschätzt, ich glaube systematisch überschätzt und interessensgeleitet überschätzt. Und zugleich werden aber die Qualitäten und die Anpassungsmöglichkeiten dessen, was vorhanden ist, unterbewertet und zwar ebenfalls systematisch unterbewertet. Und ganz ähnlich verhält es sich auch auf der städtebaulichen Ebene bzw. im urbanistischen Zusammenhang. Das will ich kurz erläutern am Beispiel des Duisburger Stadtteils Marxloh. Letztlich zeigt sich in solchen von Umbrüchen tief gezeichneten Stadtgebieten ein Formwandel des Städtischen, der uns als Planer bislang total überfordert. Wenn ein Gebiet nicht mehr im herkömmlichen Sinne funktioniert, als Stadtquartier funktioniert, dann neigen wir dazu, es am liebsten abzureißen und etwas anderes zu schaffen. Und zwar etwas zu schaffen, das wir kennen. Etwa den Park oder das Gewerbegebiet, die Wohnsiedlung, meinetwegen auch das Einkaufszentrum. Und wie wir das tun, das passiert normalerweise mit einem Plan. Was aber, wenn die räumliche Ungewissheit, die solche Gebiete auszeichnet, gar keinen neuen Plan braucht? Oder wenn der Plan, der ausschließlich mit herkömmlichen Repertoires arbeitet, eine Gewissheit über das Richtige eigentlich nur vortäuscht. Duisburg-Marxloh ist insofern ein sprechendes Beispiel, denn der Boom an Braut- und Abendmodengeschäften, für den der Duisburger Stadtteil mittlerweile über ganz Deutschland hinaus bekannt geworden ist,
war ursprünglich in keinem einzigen Masterplan und in keinem Entwicklungskonzept vorgesehen. Es ist einfach passiert. Und das Interessante daran ist, es passierte im vorhandenen Gebäudebestand. Das ganze neue ökonomische Cluster benötigte bislang kein einziges neues Gebäude. Das ist eine überaus lehrreiche Erfahrung. Und so betrachtet hat Architektur eine ähnliche Funktion wie eine Apotheke, der im Name dann im Grunde schon das ganze Prinzip enthält, einzelne Gebäude, vielleicht auch ganze Viertel zu heilen, indem man sie zu neuem Leben erweckt, vielleicht etwas ganz anderes aus ihnen macht, etwas, das besser zur Gegenwart passt als der Sinn und Zweck, für den sie ursprünglich einmal gedacht waren. Und selbst bei den berühmt-berüchtigten Plattenbausiedlungen ist es ja durchaus denkbar, dass sie alsbald ein Revival erfahren, das Coworking, die Share Economy, genau für solche Lebensentwürfe ist die Platte, wie man das üblicherweise nennt, ja möglicherweise ideal. Notwendig sind klarere Maßstäbe, aber jenseits des nur Zählbaren. Die Ziele der Nachhaltigkeit dürfen nicht länger in der Unverbindlichkeit von Sonntagsreden verbleiben. Ihre Umsetzung muss durch klare Maßstäbe überprüfbar gemacht werden. Allerdings muss ich einräumen, an dieser Stelle wird es dann zumindest in meinem Metier enorm schwierig. Einerseits und aus gutem Grund wird in der Stadtentwicklung wie auch in zahlreichen anderen Disziplinen auch die Komplexität von Informationen durch Kennziffern, Durchschnittswerten, Benchmarks und so weiter handhabbar gemacht. Und es werden in Abhängigkeit vorhandener Wertesysteme allgemeingültige Normen festgelegt und es werden umgekehrt Qualitäten anhand von Zahlen gemessen, verglichen und bewertet. Und diese sind dann selbstverständliche Grundlagen und Voraussetzungen, etwa für Gutachten, für Wirtschaftlichkeitsberechnungen, für städtebauliche oder landschaftsplanerische Konzepte und Maßnahmen. Andererseits und umgekehrt muss aber klar sein, dass Stadt mehr ist als die Zusammenschau wie auch immer nachhaltiger Einzelprojekte. Und die Qualität von Entwürfen und die Qualität von Planung lässt sich nicht, ich betone das nochmal, nicht in quantifizierbaren Größen erschöpfend erfassen. Ob das nur Energieverbrauch, Haltbarkeit, Emissionen, Kosten und so weiter anbelangt. Standortqualitäten sind ein komplexes Gebilde von Wertschätzungen und städtische Strukturen mögen sich als robust erweisen, aber subjektive Werturteile, Zufriedenheit und Imagebildung unterliegen einem dynamischen Wertewandel. Um das mal auf Berlin zurückzuholen, der Wedding mag seit rund 20 Jahren ja im Kommen sein, man hat aber immer noch seine Zweifel. Aber Neukölln, zumindest das nördliche Neukölln, hat sich in der Tat fundamental gewandelt. Die Vielfalt unserer Städte lebt gerade davon, dass es keine verbindliche DIN-Norm oder technische Ausführungsbestimmung auf der Ebene der Stadt und des Stadtquartiers gibt. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, auch nicht geben kann. Insgesamt werden Sie mit 10 Thesen konfrontiert. Wir haben etwa die Hälfte erreicht. Der Blick aufs Ganze geht in unserer zur Überspezialisierung neigenden Welt tendenziell verloren. In der vorindustriellen Zeit war das Bauen zwangsläufig klimagerecht, wie die regional unterschiedlichen Bauweisen zeigen. Ein Gebäude in Griechenland war völlig anders strukturiert als eins in Skandinavien. Und in Bergen baut man anders als am Meer. Geometrie, Farbgebung, Fensterflächen, Dachform, auch die Grundrissgestaltung waren an die herrschenden Klimabedingungen dergestalt angepasst, dass mit möglichst geringem Energieeinsatz ein möglichst hoher Komfort für die Gebäudenutzer erwuchs. Nun will ich hier weder einem romantisierenden Traditionsverständnis das Wort reden, noch den Eindruck vermitteln, dass dies unmittelbar übertragbar wäre auf unsere Situation.
Was man freilich zur Kenntnis nehmen sollte, ist, dass wir die größeren Zusammenhänge mehr und mehr vernachlässigen, indem wir vor allem einzelne Aspekte optimieren. Um so ein Beispiel deutlich zu machen, so haben etwa die Fortschritte in der Klimatechnik und in der Gebäudeautomation dazu geführt, dass Gebäude jedweder Architektur in jeder Region dieser Erde völlig unabhängig vom Außenklima gebaut werden konnten. Der Architekt entwarf und anschließend installierte der Haustechniker so viel Technik, wie benötigt wurde, um ein angeblich angenehmes Klima im Inneren zu schaffen. Koste es, was es wolle. Zugleich bewirkte diese Entwicklung allerdings eine fast völlige Trennung der Arbeit von Architekt und Haustechniker. Das ist aber entschieden der falsche Weg. Denn es geht nicht an, Fragen der Nachhaltigkeit an einzelne Spezialisten weiter zu delegieren oder als Aufgabe von einzelnen Fachingenieuren zu begreifen oder darauf zu vertrauen, dass die Technologie es dann irgendwie schon richten werde. Und auf der städtischen Ebene ist das keineswegs besser. Das Ganze zerfällt allzu oft in Einzelprobleme, in Verkehrsfragen, in Probleme der Nahversorgung, der Wohnungsbedarfe, in Fragen der Wirtschaftsentwicklung und so weiter. Und der Gesamtkomplex rückt in den Hintergrund und scheint zu einer Summe von einzelnen Systemen zu werden. Die Stadt ist leider oder Gott sei Dank aber kein mechanistisches Modell, das nur nach technischen Regeln funktioniert. Und damit bin ich bei der nächsten These, dass wir nämlich gebaute Umwelt eher als einen Organismus begreifen sollen, denn als Maschine. Denn einer Maschine steht der Umwelt in fremder Unabhängigkeit gegenüber. Sie vollbringt ihre Leistung nur aus ihrer inneren Logik. Ein Organismus hingegen hat einen Stoffwechsel, der ihn mit seiner Umwelt verbindet. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Zur Erläuterung: Nachhaltigkeit wird zu oft auf Innovation, auf Wissenschaft und Technologie verkürzt. Notwendig ist aber eine Zusammenschau, die die zahllosen Einzelergebnisse aus Naturwissenschaften und technologischer Forschung in einen neuen Kontext stellt. Und so hat es beispielsweise Richard Buckminster Fuller gemacht, indem er vor mehr als 60 Jahren den Begriff des Cosmic Conceptioning prägte. Gemeint war die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge für Erhalt und Pflege der Lebensgrundlage nicht bloß zu erkennen, sondern dann auch im Denken und Handeln wirksam werden zu lassen, vor allem in einer präzisen Modellierarbeit von Ereignismustern, ihren Veränderungen und Transformationen. Buckminster Fullers Werken stand unter dem Motto How to make the world work, und er sieht die Erde als integral konstruierte Entität an, die zum Zwecke dauerhafter Leistungsfähigkeit als Ganzes begriffen und bedient werden müsse. Allerdings fehle es an einem Anleitungsbuch, was wiederum die Menschen dazu zwinge, ihr Intellekt zu gebrauchen. Ich zitiere: Also gerade weil die Bedienungsanleitung bisher gefehlt hat, lernen wir zu antizipieren, welche Konsequenzen sich aus einer steigenden Anzahl von Alternativen ergeben, um unser Überleben und Wachstum befriedigend zu erweitern, und zwar physisch und metaphysisch. Soweit Fuller. Ich ziehe daraus die Konsequenz: Nachhaltigkeit funktioniert nicht, wie die Automobilindustrie mit ihrem so hysterisch wie permanent verkündeten neuesten Stand der Fortentwicklung aller Systeme. Nachhaltige Entwicklung gibt es nur als Synthese von technologisch-ingenieurmäßigem Handeln und gesellschaftspolitischen, wertebasierten und werteorientierten Ansprüchen. Damit bin ich bei gesellschaftlichen Fragestellungen. Bürgerbeteiligung muss neu buchstabiert, dann aber auch gelebt werden. Die Begriffe Beteiligung, Teilhabe und Partizipation sind seit jeher programmatische Schlagworte im Planungs- und Urbanitätsdiskurs.
sie offenbaren jedoch ein rechtes Janusgesicht. Seit Ende der 70er Jahre ist das zweistufige Beteiligungsrecht, im technischen Sinne spricht man davon einer vorgezogenen und einer verbindlichen Bürgerbeteiligung, fester Bestandteil des Planungsrechts, und Deutschland war damit weltweit sehr fortschrittlich. Wenn man genau hinguckt, merkt man allerdings, dass dieses Modell der gesetzlichen Verankerung von Beteiligung allerdings sehr enge Grenzen und viele Probleme, Grenzen hat und Probleme aufwirft, weil es in der Regel immer nur sehr fallbezogen ist, weil es reaktiv ist und weil der Regelkreis für planerische Handlungsalternativen so definiert ist, dass übergeordnete Zusammenhänge vernachlässigt, wenn nicht gar ausgeschlossen werden. Die Bürger unterstellen nicht selten und nicht zu Unrecht eine fehlende Ernsthaftigkeit des Beteiligungsangebotes. Die Investoren beklagen den zeitlichen und damit auch den finanziellen Aufwand der Verfahren und natürlich implizit die Unsicherheit von dessen Ausgang. Und auch von fachlicher Seite bestehen oft Vorbehalte wegen der Qualität der dann zu erwartenden Ergebnisse. Da gibt es das Stichwort Konsens bis zum Nonsens, beziehungsweise wegen der Selektivität des Beteiligungsverhaltens selbst. Da spricht man dann gern von den üblichen Verdächtigen, weil wir ja die Erfahrung haben sammeln dürfen, dass es nur in der Regel die besser gebildeten und auch die besser verdienten sind, die sich enorm einbringen in Beteiligungsprozesse und sozial Benachteiligte sich eigentlich auch gar nicht groß rühren. Das mag sich mit Pegida oder so geändert haben, ist aber noch nicht deutlich sichtbar auf der Ebene der Stadtentwicklung. Allerdings, umgekehrt muss man auch sagen, auch Bewohner und Bürger selbst, die tragen zu dieser unbefriedigenden Situation bei. Denn ein heute weit verbreitetes Verhaltensmuster ist das Not-in-my-backyard-Syndrom, das sich auf die simple Abwehr eines für sich als nachteilig erkannten Planungsvorhabens beschränkt, in aller Regel. Ich habe es gerade erwähnt, gerade sozial besser gestellte Schichten, die zur Verteidigung ihrer Besitzstände eher in der Lage sind, vertreten dann oft eine solche NIMBY-Haltung. Einfache Antworten auf diese Problemlage kann ich Ihnen nicht geben. Sicher ist nur, dass Baukultur zu einem Aushandlungsprozess wird und dass Planung heute auch eine aktivierende Auseinandersetzung mit den Vorstellungen und Wünschen möglichst vieler Bürger sein sollte. Der öffentliche Raum ist und bleibt das zentrale Aktionsfeld. Auch wenn dessen Image, sagen wir mal, seit der letzten Silvesternacht in Köln gelitten haben mag, wird der öffentliche Raum doch mit großem Pathos noch immer beschworen und vor allem auch als konstituierender Bestandteil der europäischen Stadt gesehen, zumindest in Fachkreisen und, wie ich finde, auch zu Recht. Allerdings muss man auch sehen, dass er dann vielfach instrumentalisiert wird unter den Aspekten von Stadtmarketing und Ereigniskultur. Und nicht wenige öffentliche Räume werden entweder verkunstet, also indem man alle möglichen Installationen darauf ablädt, oder sie werden in eine Puppenstube verwandelt, und zwar fast ausschließlich in den Stadtzentren. Und damit blendet man die ganzen diffusen Stadträume aus, das heißt diejenigen an Ausfallstraßen oder der öffentliche Raum in Gewerbegebieten. Die scheint man schon aufgegeben zu haben oder nicht mehr als Bestandteil des professionellen und gesellschaftspolitischen Engagements zu sehen. Gewiss, Städtebau braucht Identifikation und Symbole, darf aber nicht zur reinen Symbolpolitik werden und darf nicht bloß eine und dann noch ohnehin lokal eingeschränkte Ästhetik des Stadterlebnisses beabsichtigen. Gerade weil aber die städtische Identitätspolitik unter den gegenwärtigen Bedingungen einer verschärften kommunalen Konkurrenz um Wachstum an Wirtschaftskraft und Einwohnern unterliegt, schwebt sie ja in dieser Gefahr. Hingegen lebt für mich Stadt auch davon, Neues und anderes aufzunehmen und dann dafür auch Raum zur Entfaltung zu lassen. Es geht darum, vielerlei Räume der Stadt gleichsam zur Verfügung zu stellen,
Denn entscheidend ist, wie ein Raum genutzt und wie er empfunden wird. Und deswegen braucht es auch ganz entschiedene Anstrengungen in meiner Profession, aber auch in der Politik, an bestimmten Orten gewissermaßen eine gefühlte Öffentlichkeit zu entwickeln. Also etwas, was sich auf zugigen Parkplätzen garantiert nicht einstellt. Und auch ein de jure privater Raum kann höchst urbane Gefühle erzeugen, aber er müsste dann der Öffentlichkeit auch entsprechend angeboten werden. Ich reibe mich jetzt noch an einem anderen Begriff, der sehr schwierig zu fassen ist: Innovation im Urbanismus. Und ich glaube, das impliziert immer Ungewissheit. Allzu oft scheint man ja beim Städtebau nicht immer davon auszugehen, hier ist das Material, da ist das Geld, dann zeichnet einer einen Plan und dann wird gebaut. Das klingt enorm simpel, birgt aber viele Probleme. Man muss aber auch sehen, dass gerade sehr großformatige und komplexe Bauprojekte oder auch Städtebauprojekte nicht nur einen Rattenschwanz an Problemen, sondern durchaus auch überraschende Innovationen nach sich gezogen haben. Offenkundig ist Wissen oft dadurch entstanden, dass Menschen versucht haben, konkrete Probleme zu lösen. Aber eine Innovation kommt nicht einfach so in die Welt. Die Veränderung einer komplexen Prozesskette ist kaum mir nichts, dir nichts herzustellen. Und, das wissen wir seit Schumpeter, Erneuerung ist ohne einen Abschied vom Bestehenden nicht zu haben. Innovation geht bis zu einem gewissen Maße immer mit kreativer Zerstörung einher. Der Terminus selbst bezieht sich dabei auf zweierlei. Zum einen auf das Erfinden im engeren Sinne, zum anderen aber auf die Umsetzung und Implementierung einer neuen Idee. Denn nur eine Erfindung, die sich in der Gesellschaft dann auch durchsetzt, wird letztlich als Innovation anerkannt. In der Sphäre des Sozialen, und dieser für den Urbanismus ebenfalls prägend, kommt aber dann noch ein weiterer Aspekt hinzu. Denn mag eine Handlung auch in sich selbst innovativ sein, so ist damit ja noch nichts über ihren Nutzen für die Gesellschaft gesagt. Vor allem technische Innovationen haben in der Vergangenheit mitunter durchaus desaströse Wirkungen gezeitigt. Und die Frage nach dem Ertrag einer Innovation ergibt sich also letztlich nur aus dem Gegenstand der Neuerung, ihrem Inhalt und nicht schon aus ihrem innovativen Gehalt an sich. Und nicht zuletzt deshalb hat der Umgang mit Innovation zwei Seiten. Die ständige Suche nach bzw. die Konfrontation mit Ungewissheiten und der gleichzeitige Versuch von Organisation und Kontrolle. Mit anderen Worten, es gibt augenscheinlich einen Zusammenhang von Innovation und Unsicherheit, den ich hier aber eigentlich nicht präzisieren kann. Meine zehnte und letzte These: Wir sind gut beraten, die Bedingtheit von Planung anzuerkennen. Die Prinzipien von Wechsel und Wissen sind, wenn man so will, die beiden Säulen, auf denen ein wahrhaft nachhaltiger Urbanismus ruht. Wechsel und Wissen. Markenzeichen eines entsprechenden Bewusstseins ist, dass man sich innerhalb des Vorwissens bewegt, sich haushaltend mit diesem Wissen oder Vorwissen auseinandersetzt, dass man Anwendung, Zweck und Gebrauch bedenkt, vorhandenen und möglichen Widersprüchen begegnet, gedanklich, intellektuell begegnet und gleichwohl nach gewissen Gesetzmäßigkeiten sucht. Die Herausforderung lautet ja schließlich, zugleich offen zu halten und festzulegen, neuen Entwicklungen und gesellschaftlichen Wandel neue Möglichkeiten bieten, ohne dabei aber unverbindlich zu werden. Verhandlungen und Kooperation sind dabei zentrale Stichworte und Planung ist heute eine immer wieder neue Mischung aus Konzeption und Moderation. Wir müssen ein Bewusstsein bezüglich der relativen Begrenztheit und auch der zeitlichen Bedingtheit von Planung kultivieren und mehr Demut vor den Eigenlogiken städtischer Entwicklung einfordern.
Der Rhythmus der belebten Stadt ist von Ungleichzeitigkeiten geprägt. Hier funktioniert nichts nach einem zentralen Zeitregime. Wie überhaupt gilt, dass eine Stadt nur dann lebendig ist, wenn man darauf hoffen kann, dass nicht alles als Plan verläuft. Das ist ein Satz, der in diesem Auditorium wahrscheinlich eher Akzeptanz findet als in meinem beruflichen Kontext. So, statt jetzt ein Fazit zu ziehen, will ich eine ganz kleine Überleitung versuchen. Die begriffliche Trias, die ansonsten diese Konferenz wohl bestimmt, nämlich Produktion, Zugang und Archivierung, diese Trias, sie ist durchaus eingewoben, auch in meine Gedanken zur Planbarkeit und Nachhaltigkeit. Und auch sie, diese drei Begriffe stehen in einem irgendwie unbestimmten, dabei meist prekären Verhältnis. Die Produktion von Stadt mag im künstlerischen Selbstverständnis von Architekten, vielleicht auch noch von Planern, noch recht klar angelegt sein. Möglicherweise aber ist das zu einfach gestrickt. Beim Zugang scheiden sich die Geister. Wem oder was soll denn Zutritt gewährt oder erleichtert werden? Und welchen Preis kostet das in der Herstellung? Und die Archivierung wird meist wohl bloß als Last empfunden. Wie viel einfacher lebt es sich doch ohne den ganzen tradierten Kram von gestern? Und erst recht nicht zu klappen, scheint mir das Zusammenspiel dieser drei Kategorien, wenn man sie rückübersetzt in die Sphäre des Urbanismus. Um das zu verbessern, ist einerseits viel Improvisationsvermögen und Tüftlergeist, andererseits soziales Gespür und Orientierung am Gemeinwohl vonnöten. Und ganz in diesem Sinne höre ich jetzt auf mit einem Zitat von Karl Valentin, das ich sehr liebe. Es lautet: Wenn man es kann, ist es keine Kunst. Und wenn man es nicht kann, dann ist es auch keine Kunst. Danke fürs Zuhören. Betrachtet man die Literatur und die Diskussion um den Begriff Nachhaltigkeit, so zeigen sich eigentlich drei zentrale Bedeutungsschichten. Zum einen, Herr Kaltenbrunner hat es eben schon erwähnt, die Langfristigkeit der Planung. Dieses Verständnis findet man beispielsweise in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Danke. In der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 2016, aber auch diese Konferenz teilt dieses Konzept. Sie fragt nach der Langfristigkeit der Konzepte und skizziert Ideen, die Langfristigkeit besser abbilden können. Das Besondere an den Planungsvorstellungen dieses Verständnisses ist, dass sie auf moralische und ethische Werte bezogen werden. Auch das Konzept der Ökologie wird hier letztlich vor dem Hintergrund dieser Wertvorstellungen betrachtet. Es geht also nicht nur um das schlichte Plan, sondern immer um Plan im Hinblick auf. Hier können Sie dann Ökologie, Gerechtigkeit oder andere Systeme mit implizit moralischen Prinzipien einsetzen, aber wichtig ist, denke ich, immer die Verbindung von diesen beiden Elementen. Der zweite Begriff ist die lang anhaltende Wirkung. Das ist sozusagen die profanisierte Variante dieses Begriffs, der heute auch allerorten zu finden ist. Dies kann mittlerweile genauso die demoralisierende Wirkung eines frühen Tores im Fußball sein, wie auch etwa ordnungspolitische Entscheidungen von hohen Gerichten. Entscheidend ist aber, dass hier die Semantik von Wirkung in den Vordergrund tritt. Die dritte Bedeutungsebene ist historisch. Der ursprüngliche Begriff entstammt ja Hans Karl von Carlowitz, der 1713 sich um das Konzept der Nachhaltigkeit kümmerte und der den Holzanbau betrachtete und fragte, wie, Zitat, kontinuierliche und beständige und nachhaltende Nutzung möglich sein könne. Hintergrund der Frage war die Sorge um rabiate Kahlschläge, die zwar kurzfristig hohe Profite generieren würden, mittelfristig aber starke Probleme zur Folge hätten. Er forderte daher, Zitat, ein Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann.
Was ist, denke ich, so eine ganz zentrale und auch die sozusagen erste Definition für Nachhaltigkeit? Wir haben es hier mit einem Begriff von Nachhaltigkeit zu tun, der Prinzipien für Zuwachs und Abbau definiert haben will. Was sind die Grenzen dieses Konzeptes von Karlowitz? Moralisch muss man konzedieren, dass Karlowitz sicher nicht der Vorläufer radikal ökologischer Gedanken war, denn im Zentrum stand für ihn ja die Nutzung und Zurichtung von Natur. Er hatte die beständige und nachhaltende Nutzung im Sinne und stellte den Interessen, etwas nutzen zu können und zu wollen, die Ressourcen eines Systems, nämlich der Natur, gegenüber, die ihn zumindest oder die für ihn zumindest aber einen Eigensinn hatte in der zeitlichen Dimension. Dieser Eigensinn drückt sich darin aus, dass man der Natur Zeit gibt, sich zu regenerieren. Darin drückt sich aber in der Tat ein schwaches Anerkennungsverhältnis der Natur gegenüber aus, das zwar so durchaus schon praktiziert, aber nicht formuliert wurde. Polemisch könnte man einwenden, führte er die Kategorie der Zeit in die Ökonomisierung von Natur aus. Das ist, glaube ich, auch so ein Gedanke oder so ein Muster, den man immer wieder in der Nachhaltigkeitsdiskussion findet, dass letztlich dahinter so eine höhere Ökonomie steckt. Also polemisch könnte man einwenden, führt er die Kategorie der Zeit in die Ökonomisierung von Natur ein. Er wäre also eher ein Vorreiter der Planwirtschaft als der Ökologie. Dieses Problem, dass Nachhaltigkeit eigentlich mehr sein muss als langfristige Planung, wird uns noch öfters begegnen. Werden nämlich die einer Planung zugrunde liegenden Werte nicht explizit gemacht, lässt sich beispielsweise auch ein Plan zum Ausbau von Autobahnen bis 2050 als nachhaltig bezeichnen. Zur Nachhaltigkeit im Kulturbereich. Wir aber können die jetzt vorgestellten Bedeutungen, wie kann die Semantik von Nachhaltigkeit für den kulturellen Bereich produktiv gemacht werden? Betrachten wir also noch einmal die verschiedenen Semantiken von Nachhaltigkeit. Langfristigkeit der Planung, langhaltende Wirkungen und Prinzipien für Zuwachs und Abbau. Diese Bedeutung werde ich jetzt im Folgenden auf ihre Entsprechung in der Kultur untersuchen. Die Langfristigkeit der Planung. Zunächst einmal ist unstrittig, dass Kultur, insbesondere Kunst und ihre Artefakte, langfristig verfügbar sein sollen. Ich klammere hier mal das immaterielle Kulturerbe aus, weil das, glaube ich, nochmal gesondert diskutiert werden muss und auch komplexer ist. Hierzu sind technische und rechtliche Hürden zu überwinden, die aber Teil der anderen Panels sind. Genau genommen sprechen wir dann aber nicht über Kultur, sondern über Kulturpolitik, denn diese definiert den Rahmen. Kulturpolitik sollte daher einen langfristigen Plan verfolgen, nämlich den Zugang und Verfügbarkeit sicherzustellen. Dieses Ziel ist soweit unstrittig. Strittig ist die Umsetzung und dazu notwendige Voraussetzungen. Soweit zur Kulturpolitik. Ob Kultur selbst nachhaltig ist oder nicht, lässt sich auch anhand der weiteren Bedeutungsebenen untersuchen. Die lange Zeit anhaltende Wirkung. Ob auch Kunst eine lang anhaltende Wirkung hinterlässt oder nicht, ist nicht einfach zu beantworten und schon gar nicht verallgemeinerbar. Dagegen spricht die Autonomie und der Eigensinn von Kunst. Und zumindest im Filmbereich wurde die Formel noch nicht gefunden, nach der erfolgreich Filme produziert werden können. Es scheint also alles etwas komplizierter zu sein. Und ob Kunst selbst nachhaltig produziert wird oder nicht, ist sicher eine berechtigte Frage, zumal wenn man bedenkt, dass nicht wenige Maler sich mit ihren Farben vergiftet haben. Erinnert sei an August Haake, aber auch für Caravaggio und Goya wird es diskutiert. Auch dies soll hier nicht Thema sein, denn eine entsprechende Sensibilität kann heute zumeist unterstellt werden. Wenn Nachhaltigkeit in Bezug auf das kulturelle Erbe und die Kultur also mehr sein soll als die langfristige Zugänglichkeit und das Verlangsamen des Zerfallsprozesses, stellt sich die Frage, worin dies begründet sein kann. Von den drei Semantiken verbleibt das Modell von Karlowitz. Aber lässt sich das ursprüngliche Modell von Karlowitz überhaupt übertragen? Weder ist Kultur ein zu verbrauchender Rohstoff, sondern eher das Gegenteil. Noch lässt sich Kultur einfach so steuern oder einpflanzen, wie es in der Forstwirtschaft passiert.
überhaupt der Widerspruch zwischen Natur und Kultur zu den grundlegendsten gehört. Wie sollte sich hier ein Zusammenhang herstellen lassen? Es gibt Prinzipien für den Zuwachs und den Abbau. Der interessanteste Aspekt an der Arbeit von Karlowitz ist für mich aber die Etablierung eines Modells von Zufluss und Abfluss, das sich durch Planung in einem Gleichgewicht befindet, also als stabil anzusehen ist. Stabil ist für ihn also nicht der Stillstand. Dieser, das weiß jeder Archivar, besitzt eine trügerische Stabilität, sondern erst Prozesse stabilisieren ein System. Eine wichtige Dimension bei Karlowitz ist also die Stabilität eines Systems. Versteht man unter Nachhaltigkeit also Prozesse, die so ausgelegt sind, dass sie langfristig einen Ausgleich herstellen und hierüber Stabilität herstellen, lässt sich der Begriff der Nachhaltigkeit auch auf andere Systeme übertragen. Nicht nur die Ökologie, sondern auch andere soziale Systeme oder Gerechtigkeitsvorstellungen können hierauf bezogen werden. Luhmann würde sagen, wahrscheinlich auch die Liebe. Ich möchte es aber zunächst dabei belassen, zu sagen, dass eine zentrale Dimension von Nachhaltigkeit in der langfristigen Stabilität durch Ausgleich zu beschreiben ist. Ob und wie dies auf das kulturelle Erbe angewendet werden kann, ob und wie sich eine moralisch-ethische Dimension ergänzen lässt, werden wir später sehen. Zum Begriff der Innovation. Wenn also ein avancierter Begriff von Nachhaltigkeit bedeutet, dass langfristig Prozesse unter bestimmten ethisch-moralischen Ansprüchen geplant und umgesetzt werden, so ist die Innovation der Gegenteil zu diesem Konzept. Auch das haben wir eben sehr schön sehen können anhand der Stadtplanung, dass es dann ein sehr starkes Spannungsverhältnis gibt. Der Kern von Innovation ist immer Kritik oder Optimierung von Prozessen, also etwas anders oder besser zu machen. Den Ausgangspunkt bilden Ideen, die dann in Prozesse übersetzt werden. Dies können Produktionsprozesse ebenso wie Denkprozesse sein. Um es etwas konkreter zu machen. Ich war selbst mehrere Jahre lang mit der Einführung eines Standards für filmografische Erfassung befasst. Es sollte die Mängel eines tradierten Systems beheben und auf breiter Basis umgesetzt werden. Daher erfolgte die Standardisierung auch auf europäischer Ebene. Man kann sich nicht vorstellen, von wie vielen Widerständen diese Umsetzung begleitet war. Und das zentrale Gegenargument war immer wieder die lang eingeführte Praxis und damit einhergehende Planung. Ich bin auch gespannt, was die Kollegen später erzählen zur Einführung von RDA oder vielleicht auch zur Einführung von Mark 21. In meinen Arbeitserfahrungen bestätigt sich jedoch dieses Spannungsverhältnis zur Innovation, gerade in Institutionen, die langfristigen Planungen verpflichtend sind, und das ist ja auch nicht überraschend. Digitalisierung und Vernetzung. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt der Nachhaltigkeit herausarbeiten. Das bekannteste und wirkungsmächtigste Beispiel für Innovation im Bereich der Gedächtnisorganisation ist sicher der Umgang mit digitalen Materialien sowie die retrospektive Digitalisierung. Beide haben massive Konsequenzen für die Art und Weise einer langfristigen Bereitstellung des kulturellen Erbes. Das Interessante an der digitalen Langzeitarchivierung ist ja die Trennung von Information und Trägermaterial. Dadurch haben bei digitalen Objekten die Zerfallsprozesse der Materialien praktisch an Relevanz verloren, da ja unbegrenzt rechtzeitig Kopien angefertigt werden können. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wir erstmals eine unbegrenzte Archivierung von Informationen machen können, theoretisch. Die Probleme verlagern sich aber auf andere Bereiche. Zentral sind hier die Kosten zu nennen, aber auch Formate. Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, wir haben ja seit über 10 Jahren die AG Media im Kompetenznetzwerk Nestor, Langzeitarchivierung. Wir haben seit ein paar Tagen eine Publikation online zur Archivierung bzw. digitalen Langzeitarchivierung von digitalen Materialien. Die finden Sie auf der Nestor-Seite, wo diese ganzen Fragen auch nochmal ausführlicher behandelt werden. Damit einher geht aber auch eine politische Verschiebung, letztlich eine soziale Spaltung. Denn größere Institutionen werden sicher ihre Wege definieren und umsetzen können, digitale Objekte langfristig bereitzustellen und zu sichern. Kleinere Institutionen und insbesondere Privatanwender haben einen völlig anderen Blick auf die Nachhaltigkeit digitaler Produkte.
Sie werden weder die Expertise noch die finanziellen Möglichkeiten besitzen, entsprechende Konzepte umzusetzen. Nachhaltigkeit ist also nicht nur eine Frage, welche die langfristige Verfügbarkeit der Objekte betrifft, sondern auch die Nutzer- und Nutzungsszenarien. Die soziologisch motivierte Frage nach der Perspektive betrifft auch die Nachhaltigkeit. Was ist nachhaltig, für wen, unter welchen Bedingungen? Auch diese Frage gilt es zu beantworten. Gleichgewichte. Wenn man den von Karlowitz beschriebenen Stabilisierungsprozess auf die Kultur bzw. das kulturelle Erbe beziehen möchte, so ist die Ähnlichkeit zur Sprache als solcher auffällig. Auch die Sprache kennt das Veralten von Begriffen, den Archaismus, genauso wie neue Wortschöpfungen und Bedeutungszusammenhänge in Gestalt von Neologismen. Beide zusammen definieren den Wortschatz einer Sprachgemeinschaft und befinden sich in der Regel im Gleichgewicht. Weder lassen sich in kurzer Zeit unbegrenzt viele Neologismen ergänzen, noch verschwinden ganze Wortgruppen über Nacht. Sprache als Teil des immateriellen Kulturerbes verkörpert also sehr gut ein System, das auf permanente Innovation besteht und dabei gleichzeitig einen stabilen Prozess darstellt. Sprache kann also sehr gut auf das Karlowitzsche Modell von Nachhaltigkeit bezogen werden. Betrachtet man sich das Entstehen der Neologismen oder das Verschwinden von Wörtern näher, so fällt auf, dass diese Begriffe auf eine Wirklichkeit reagieren, die nicht mehr existiert, zumeist aufgrund kulturellen Wandels oder neu entstanden ist. Letzteres sind dann oft Begriffe einer technologischen Welt, wie zum Beispiel Simsen oder Skypen, aber auch Bedeutungsübertragungen, wie zum Beispiel Bollywood für eine Verzahnung der indischen und amerikanischen Filmindustrie. Auffällig ist aber, dass Sprache dadurch, dass sie sich permanent auf die Wirklichkeit bezieht, auch selbst verändert. Und das betrifft nicht nur die Begriffe, sondern auch die Struktur der Sprache selbst. Diese Form der Nachhaltigkeit, wie sie in Sprache finden, bedarf also nicht nur der Reflexion auf eine neue Welt, sondern auch auf die eigenen Voraussetzungen. Selbstreflexion wird so zu einer zentralen Kategorie für die Nachhaltigkeit einer Sprache und letztlich, glaube ich, auch zu einer Kategorie zur Bewertung von Nachhaltigkeit in der Kultur. Stadtplanung und Nachhaltigkeit. Herr Kaltenbrunner hat für den Bereich der Stadtplanung gezeigt, dass langfristige Planung und Innovation auch hier gegensätzliche Elemente sind und dass Patentrezepte genauso problematisch sind wie der einfache Rekurs auf innovative Technologien. Für mich war interessant zu lernen, dass Prozesse wie Partizipation mindestens genauso wichtig sind wie avancierte Konzepte. Nachhaltig sind letztlich nur demokratische Prozesse. Nachhaltigkeit in diesem Sinne würde ich verstehen oder beschreiben als eine Art von Prozesssensibilisierung. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, genauer Prozesse zu betrachten, sensibler sind, weniger sozusagen auf die abstrakten Ziele schauen, sondern eher auf die Prozesse selbst, haben wir auch eine Form von Nachhaltigkeit, die sicherlich übertragbar ist. So, mein Schlusswort. Wir starteten mit einem Experiment und haben gefragt, wie weit Erkenntnisse und Erfahrungen aus anderen Disziplinen einerseits selbst das Konzept der Nachhaltigkeit umsetzen, andererseits aber auch das Konzept der Nachhaltigkeit erweitern. Diese Frage wurde diskutiert vor dem Hintergrund von Innovationen, die in einem starken Widerspruch zu langfristigen Planungen stehen. Ich habe mitgenommen, dass gerade die digitale Langzeitarchivierung den Begriff der Langzeitarchivierung noch einmal politisch ausdifferenziert. Nachhaltigkeit wird sich sehr unterschiedlich zwischen großen und kleinen Gedächtnisorganisationen, zwischen Privatpersonen und Experten verteilen. Dann sehen wir, dass Nachhaltigkeit sich nicht eins zu eins auf kulturelle Systeme abbilden lässt. Wie sollte dies auch möglich sein? Aber es gibt durchaus Elemente einer Kultur, wie etwa die Sprache, die analoge Strukturelemente besitzt und dadurch auch sehr stabil ist. Nachhaltigkeit generiert sich hier durch Bezüge zur Welt und Selbstreflexivität. Schließlich hat die Diskussion um die Nachhaltigkeit in der Stadtplanung für mich gezeigt, dass Nachhaltigkeit und Innovation gerade dann erfolgreich sind, wenn auch Partizipation mitgedacht wird, also eine Prozesssensibilität existiert. All diese drei Begriffe sind sicher nicht einfach auf kulturelle Bereiche zu übertragen, bilden aber einen ersten Ansatzpunkt. So.
Wir würden uns jetzt hier vorne hinsetzen, würden versuchen, nochmal so ein bisschen unsere Thesen wechselseitig zu erläutern, möchten dann aber eigentlich auch sehr schnell die Diskussion öffnen für Ihre Fragen und auch für Vorschläge, wie wir diese Konzepte von Nachhaltigkeit vielleicht auf den kulturellen Bereich übertragen können. So, Herr Kalmbrunner, Sie haben gesagt, da haben von den Eigenlogiken städtischer Entwicklung gesprochen, vielleicht, also mich würde noch mal interessieren, was Sie genau darunter verstehen. Das ist natürlich eine Frage, also ich kann ich, nur als Hinweis für diejenigen, die das wirklich interessiert, das ist eine Forschungsfrage, die unlängst in einem Verbund von 36 Lehrstühlen, okay, ausgehend von Frankfurt weiter betrieben wurde und in ein Konvolut von, ich glaube, mittlerweile 15 Bänden änderte, ohne dass die Frage abschließend geklärt werden kann, zumindest von außen betrachtet. Gewachsen allerdings ist eine gewisse Sensibilität dafür, dass es sich in Frankfurt anders lebt als in München und in Berlin anders als in Dortmund, dass sich die Bevölkerung anders verhält, dass es andere Präferenzen gibt, und also vom Biertrinken bis zu bestimmten kulturellen Mustern, und dass sozusagen eine Politik, die nicht darauf achtet, dass es sowas gibt, auch nicht gut beraten ist, weil man feststellt, dass diese Sachen sich auch lange tradieren und auch zumindest in der Bevölkerung total tief in Mentalitäten dann eingewoben sind. Manchmal geht es mit Minderwertigkeitskomplexen, manchmal, wie im Falle München, mit einem ostentativen Selbstbewusstsein einher. Das kann man durchaus kritisch hinterfragen. Aber man merkt auf einmal, es gibt ganz andere sozusagen soziale, kulturelle Tatbestände, die man über Jahrzehnte, Jahrhunderte überhaupt nicht sozusagen erfasst hat. Man kann aber auch nicht sagen, dass das jetzt schon Gegenstand von tatsächlicher Planungspolitik sei oder auch in der Politik angekommen, okay, wäre. Man beschreibt es eher. Dann bin ich über diesen Begriff der kreativen Zerstörung gestolpert. Was ist denn damit genau gemeint? Also greife ich auch eher zurück auf das, was ich kenne oder mein Metier. Ich glaube, sowas ist mal geglückt bei der internationalen Bauausstellung, die hier in Berlin 84, 87 stattfand. Und zwar nicht in dem weltweit irgendwie begleiteten Neubauprojekten, die ein Kleihüs sozusagen etabliert hat, sondern in dem eher unspektakulären Teil, den Gustav Helmer verantwortet hat und der sich mit der Revitalisierung Kreuzbergs beschäftigt hat. Das war auch zeitgleich, als dort ein Apotheker namens Orlowski Baustadtrat wurde und sozusagen Graswurzelbewegung, die es früher schon gab, die sich gegen den Bau der Westtangente und so weiter wehrten, dass das zusammenfloss. Also sozusagen Politik von oben mit einer Setzung, einer institutionellen Setzung, eine Bauausstellung durchzuführen, eine elitäre Veranstaltung, und dann das, was von unten zusammenkam. Und dann hat sich sozusagen ein neues Bewusstsein entwickelt, zum Teil sich einzunisten, in alte bestehende Gebäude, soziale Strukturen zu achten und sonst was. Das ist einhergegangen mit einem gewissen Grad an Zerstörung. Es war kreativ, aber es hatte etwas unendlich Bewahrendes und hatte dann eigentlich auch einen nicht nur sinnbildlichen Charakter, sondern auch ein, ja, ein praktisches politisches Ergebnis, das wir allerdings auch schon fast wieder vergessen haben. So, haben Sie Fragen an uns? Ja. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Dirk Hintertauer von der Firma TBS. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Kaltenbrunner. Sie haben den Aspekt, ich sag mal, der Finanzwelt überhaupt nicht im Immobilienbereich, im Planungsbereich erwähnt. Ich meine, Sie auch als Planer, beziehungsweise wenn ich mir die Planer im Bezirksamt Mitte anschaue, die stecken doch in der Bedrohung drin. Wenn da ein Herr Huth ankommt und in der Stromstraße für 250 Millionen ein neues Einkaufszentrum baut, wo sozusagen die ganze Struktur, die kleine Struktur, den Bach runtergeht, wenn ich dann auch noch den Bürgermeister sehe und den Wirtschaftsstadtrat, die mit ihm zusammen dann die Schaufel heben, und dann kriege ich einen Bericht mit vom RBB, dass der Kupferkessel
auf einmal in der unter Denkmalschutz steht, verschwindet. Das ist ein kleiner Indikator dafür, es kümmert sich keiner mehr sozusagen um eine eigenständige Kultur, auch in den Kiezen. Und das, was Sie angesprochen haben mit von wegen Dortmund und so weiter, also was wir oder was ich auch unter Freunden und Bekannten und Kollegen feststellen, wir kriegen eine Monostruktur in Europa. Das heißt, wenn ich einen Starbucks sehe, dann weiß ich gleich, dass da auch eine Bio-Kampagne kommt. Wir kriegen eine Konformität hoch drei. Und auch im Baubereich, wir nennen das nicht mehr Wärmedämmverbundsysteme, sondern Wärmedummverbundsysteme. Weil wenn ich sehe, dass in Berlin bei Gründerhäusern mit 35er, 40er Mauern noch 20 cm Styropor aufgeknallt werden, hoppla, dann ist irgendwas faul im Staate Dänemark. Und wir sollten diese Sachen auch nicht so beiseite schieben. Also das sind die Bedingungen. Ich meine, wenn hier ein Promoter reinkommt, Land Developer, Sie werden das besser kennen als mich, schauen Sie sich London, schauen Sie sich Paris an. Diese ganze Angelegenheit müssen wir auch im Bereich der Nachhaltigkeit diskutieren. Und den letzten Spruch vielleicht noch, in 2 Jahren gibt es 100 Jahre Bauhaus. Oder 3 Jahre sind es, 1919. Vielleicht sollten wir uns auch mal an den Vorbildern orientieren, wie gebaut worden ist, aber auch wie nachhaltig gebaut worden ist. Das scheinen wir heute ganz vergessen zu haben. Also ich provoziere das so ein bisschen in den Beitrag mal. Das geht mir so ein bisschen so daneben. Das ist ein bisschen Schönfärberei oder um ein Zitat von Ernst Bloch zu bringen aus den, ich glaube, 60er Jahren. Das ist für mich so ein bisschen Eier-Popeia-Planerschaft oder sowas daher. Also es ist ein schönes Bild, aber es spricht nicht der Realität. Und ganz zum Letzt, der Wedding kommt und Sie brauchen sich nur bei Immobilien-Scout die Preise für die Mieten anzuschauen, die haben sich verdreifacht. Punkt. Ich kann Ihre Provokation sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, sie ist auch richtig. Ich habe mir hier die Freiheit genommen, das als Denksalon zu interpretieren und so auch aufzutreten. Das ist dann natürlich sehr idealtypisch. Die andere Botschaft, die ich natürlich kenne, ist extrem ernüchternd. Also die Logik von Immobilienkapital, von wirtschaftlichen Zusammenhängen steht meines Erachtens ziemlich konträr zu dem, was ich glaube, was Grundbekenntnis und das Metier sein müsste, nämlich ein Bekenntnis zum Gemeinwohl. Und eigentlich müsste man als Planer dort auch eine Art vermittelnde Position einnehmen, irgendwo zwischen, also sozusagen, und damit auch nicht mehr Bestandteil der Politik sein. Das gab mal und das ist eigentlich immer noch eine gewisse Kulturleistung Deutschlands, dass sie in der Position von sogenannten Baustadträten oder Dezernenten etwas hatten, die noch eine fachliche Rückbindung hatten. Das, glaube ich, geht auch verloren und die sind Bestandteil normaler parteipolitischer Geflechte und dort ist jeder Investor, wird begrüßt und als Heilsbringer und führt zu einer Monostrukturierung und Angleichung von Stadtbildern und auch von Prozessen. Insofern war das, was ich versucht habe zu sagen, auch eine Art Gegenbild, wenngleich es zu positivistisch oder idealtypisch ist. Noch weitere Fragen? Dann würde ich vielleicht doch mal in die Runde fragen, sozusagen der Vertreter der Kulturorganisation, der Kulturinstitution, inwieweit für Sie sozusagen Nachhaltigkeit in Ihrer täglichen Praxis auch eine Rolle spielt. Sie meinen natürlich mehr als nur eine rhetorische Floskel, genau. Die man dann alle... Ja. Ja, Frischmut, Bundesarchiv Berlin. Aus meiner Tätigkeit kann ich jetzt weniger sprechen. Allerdings habe ich auf Konferenzen und im Studium auch so ein bisschen mitbekommen, also ich darf jetzt aus juristischen Gründen nicht sagen, dass es ein Studium ist, es ist eine Fortbildung. Die Nachhaltigkeit beim Zugang, speziell was Digitalisierung angeht, da ist, glaube ich, noch so ein bisschen da muss, glaube ich, umgedacht werden. Das Problem ist, es gibt viele Finanzierungsmöglichkeiten, Digitalisierungsprojekte, wo ja dann auch Zugang zu kulturellem Erbe gestaltet wird. Aber das Problem ist, und das ist leider, da ist der Adressat die Politik,
über die langfristige Sicherung dessen, darüber wird sich in der Regel nicht Gedanken gemacht. Es werden tolle Konzepte erstellt, wie digitalisiert wird, aber diese Digitalisate am Leben halten, darum kümmert sich in der Regel die Politik nicht mehr so sehr. Das sind dann Projekte, die nach 2-3 Jahren enden. Ich glaube, das hatten wir gestern schon in irgendeiner Diskussion so ein bisschen dabei. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, dass man auch dafür sorgt, dass diese tollen Projekte, dass die irgendwie weiterlaufen, am Leben gehalten werden. Ja, da würde ich Herrn Frischmuth das Wort geben und auch gleich selbst was dazu sagen. Ja, danke schön. Dann antworte ich gleich meinem Namensvetter. Ich kann das nur bestätigen. Nachhaltigkeit ist etwas, was immer wieder zu kurz kommt. Das kostet auch Geld, muss man natürlich auch sagen. Und der Punkt ist einfach, man sieht es nachher nicht. Man sieht auf den Webseiten bunte Bilder, man sieht in den Museen Ausstellungen, aber was dahinter steckt, diese ganze Erschließung, das kulturelle Erbe zu bewahren, das sehen wir einfach nicht, dass das sehr, sehr viel Geld kostet. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das müssen wir viel stärker auch in die Öffentlichkeit bringen, dass dieses etwas ist, was wir tun müssen, nachhaltig zu arbeiten, weil wir sonst einfach das kulturelle Erbe nicht bewahren können. Und das ist auch bei dem Projekt, für das ich verantwortlich bin oder mitverantwortlich bin, das, was, glaube ich, am meisten unterschätzt worden ist. Standards zu entwickeln, Daten zu normalisieren, nachhaltig dafür zu sorgen, dass eben der Zugang dauerhaft gewährleistet wird. Ja, absolut. Ganz kurz. Genau, ich teile das. Ich glaube, Nachhaltigkeit, insbesondere auf der Ebene der digitalen Langzeitarchivierung, ist für Politik wahrscheinlich so das Unattraktivste, was es gibt, weil man bezahlt sehr viel Geld dafür, dass sich etwas nicht verändert. Auf der anderen Seite möchte ich ein positives Gegenbeispiel auch erwähnen. Wir hier in Berlin haben seitens der Kinemathek eine EFRE-Förderung erhalten. Herr Schmock-Barthe ist auch hier. Und EFRE hat sozusagen als Teil der Digitalisierungsauflagen auch die Verbindlichkeit der digitalen Langzeitarchivierung mit integriert. Das habe ich zum ersten Mal so erlebt. Das finde ich auch ganz toll, dass es nicht nur darum geht, Digitalisierungsprojekte zu fördern, sondern dass man sich auch fragt, was passiert denn danach? Also das wäre für mich so ein Element von der sinnvollen Nachhaltigkeit. Ja. Nach der etwas provokativen Phase jetzt eine ganz konkrete Frage auch an Herrn Kuiper nochmal zum Thema Digitalisierung jetzt im Bereich Film. Es ging jetzt die Diskussion, ich glaube auch im Tagesspiegel und in anderen Medien rum, ist das tatsächlich nachhaltig, wenn ich jetzt sozusagen einen analogen Film digitalisiere? Da gibt es ja auch ein bisschen Widerstreit. Und der zweite Punkt ist, ich meine, Sie haben es ein bisschen auch noch mit der Nachhaltigkeit angeschaut, ganz banales Beispiel aus der NASA, die war vor gut 10, 15 Jahren, hatten die Schwierigkeiten, die Software, die sie bei der Mondlandung verwendet haben, in irgendeiner Weise wieder sozusagen zu archivieren. Es ging nur über eBay, dass da jemand so eine Leistung gefunden hat. Es ist ja auch eine kulturelle Leistung, die Software. So, und das dritte ist nochmal, wie erreichen wir denn wirklich eine Nachhaltigkeit in der Digitalisierung zu erreichen, wenn ich weiß, dass eine CD in etwa, glaube ich, nach 10 Jahren schon die ersten Lücken aufweist, dass ein Stick auch so weiter ist. Und soweit ich das jetzt in verschiedenen Bereichen weiß, dass Unternehmen wieder auf Mikrofisch und solche Sachen zurückgehen, also mehr auf eine analoge Speicherung. Also wir finden, auf der einen Seite ist es der Zugang und auf der anderen Seite ist es sozusagen die Schwierigkeit, wirklich Nachhaltigkeit zu erreichen. Und last not least, was ist mit den neuen Medien, mit YouTube? Also die Archivierung des Netzes, das ist ja auch noch so ein Thema. Und wie kriegen wir überhaupt den Informations-Overkill irgendwo rein? Also was wollen wir archivieren, was wollen wir nicht? Genau, also Sie haben jetzt in 3 Minuten, glaube ich, so die wesentlichen Fragen zu diesem Komplex gestellt. Sie wollten darauf direkt antworten oder sonst würde ich natürlich die Antwort übernehmen. Also nee, nicht direkt. Okay. Machen Sie ruhig. Okay, dann sage ich, also ich hatte es ja versucht schon mal deutlich zu machen, ich denke, also in dem Moment, wo wir oder auch die Gedächtnisarbeitsinstitutionen anfangen, Film zu digitalisieren,
verändern wir natürlich das Medium. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die technischen Fragen der Langzeitarchivierung im digitalen Bereich geklärt sind bzw. zu klären sind. Also die Frage ist für mich keine technologische. Die Probleme verlagern sich auf eine andere Ebene. Das ist sicher der Bereich der Kosten, weil das sehr, sehr teuer sein wird und teurer, als sich das viele vorstellen. Und das wird zu dieser beschriebenen Spaltung führen, dass letztlich weniger große Institutionen diese Aufgaben wirklich professionell übernehmen können, vielleicht auch Dienstleister. Da verschieben sich, glaube ich, so institutionspolitische Traditionen ganz stark. Aber das ist kein technisches Problem. Auch diese Frage Format, also egal, können wir lange drüber diskutieren. Es gibt, wie gesagt, es gibt auch diese Publikation der Arbeitsgruppe Media im Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung. Darauf würde ich jetzt, glaube ich, auch erstmal verweisen. Sie, Entschuldigung. Das Mikrofon. Kohle, Uni München. Also das Problem bei diesen Projekten ist ja, bei diesen ganzen Unternehmungen, ist, dass unsere Kulturfinanzierung immer stärker auf Projektbasis umgewidmet wird. Das entspricht ja der Arbeitswelt, wo immer mehr befristete Jobs gegenüber festen Jobs entstehen. Gerade in dem Bereich dieser digitalen Projekte gibt es aber häufig welche, die auf Langfristigkeit angelegt sind. Und ich finde, letztlich geht kein Weg dran vorbei, dass die Institutionen sich von vornherein überlegen müssen, wie solche Projekte in den Regelbetrieb eingeführt werden müssen. Man kann nicht davon ausgehen, dass ein Projekt durch ein neues Projekt und dann wieder ein Projekt, ich meine, wir verbringen sowieso die ganze Zeit damit, immer irgendwelche Projekte zu basteln. Das muss in den Normalbetrieb rein. Also zumindest bei diesen längerfristig angelegten. Ich würde nur darauf antworten, das ist genau meine Sicht. Ich wollte gerade schon einhaken. Schon der Begriff Projekt, finde ich, steht dem Konzept von Nachhaltigkeit quasi konträr gegenüber. Das ist immer zeitlich befristet, immer auf einen konkreten Zweck, aber eigentlich muss man eher über Begriffe wie Struktur oder Resilienz oder sowas nachdenken und Projekt langsam auch im Denken von Politik irgendwie ad acta legen. Ja, hallo? Frischmut nochmal, Deutsche Digitale Bibliothek. Ich habe ja eben dieses schöne Wort oder Unwort Projekt ins Spiel gebracht. Das ist auch wieder richtig. Die Nachhaltigkeit ist bei einem Projekt nicht gegeben. Viele auch sehr sinnvolle Projekte werden nach 2 Jahren wird die Finanzierung eingestellt, dann verschwinden die Daten möglicherweise oder müssen über den normalen Etat der jeweiligen Einrichtung weiterfinanziert werden. Und das ist tatsächlich auch so bei der Deutschen Digitalen Bibliothek. Wir sind jetzt seit über 2 Jahren dabei. Dieses Jahrhundertprojekt, kann man ruhig sagen, um diesen Begriff der Langfristigkeit ein bisschen besser ins Spiel zu bringen, in eine Verstetigung hineinzubekommen. Das heißt, es wird auch noch wahrscheinlich 1,5, 2, 3 Jahre dauern, ein solcher Prozess, der eben auch wieder sehr viel Geld kostet, dauert einfach sehr, sehr lange und es gehen sehr viel Ressourcen dabei verloren häufig und die Insgesamtkosten steigen natürlich, wenn nicht von vornherein so etwas langfristig angelegt wird und auch finanziert ist. Also d'accord. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Ich möchte nur noch sagen, ich habe mich sozusagen am Ende der Vorbereitung dann auch nochmal gefragt, wenn man dieses Konzept oder diese Idee von Selbstreflexion, also ein zentrales Element von Nachhaltigkeit, ernst nimmt, was bedeutet das dann auch zum Beispiel für Veranstaltungen wie diese hier und Konferenzen? Also wie nachhaltig sind Konferenzen? Und das möchte ich auch einfach mal einen Raum als Frage geben. Danke.